Hallo, liebe Freunde der symphonischen Blasmusik und herzlich willkommen zum 13. Teil Musikgeschichte und der zweite Teil der 90er Jahre. 1995 geht's weiter, ich mach einfach gleich durch. 1995 geht's gleich weiter, Oasis vs. Blur. Ein Kampf, für den ich mich sehr eindeutig entscheide, aber der zu der Zeit relativ hart ausgefochten wird. Der Britpop wird sehr, sehr groß zu dieser Zeit, dass nicht nur in UK, sondern auch in den USA, in ganz Europa bis nach Japan, Oasis spielen, unglaublich Riesenkonzerte über den kompletten Globus und das so quasi ab 1995 weiterführend. Ich habe es schon gesagt, Britpop kommt noch, steht schon auf meiner Liste. Ich will euch kurz noch ein Zitat von Noel Gallagher nicht vorenthalten, weil es geht ja in dieser Serie auch so ein bisschen um die Qualität des Songwritings und in diesem Zitat macht er sich da selber ein wenig, nennen wir es mal, schlecht oder er erzählt quasi was über die Einfachheit seiner Songs. Supersonic, den Song kennt vermutlich doch so einige Leute von euch. Noel: I write the first line and the end word supersonic is like, well, that rhymes with, what rhymes with that? And you start off with A, and you go atomic, bionic, then you go gin and tonic. All right, that'll do. Ja, das heißt, diese ganzen Überlegungen, was wollte er uns damit sagen? Complete Bullshit. Er hat es auch noch in einem anderen Interview gesagt, dass es da so ein paar Lieder von Oasis gibt, die so inhaltsmäßig, ja, nicht viel Sinn machen. Aber ganz unabhängig mal davon, Oasis und auch Blur, eigentlich so der ganze Britpop, sind eine unglaublich große Bewegung, auch nicht nur musikalisch, sondern auch stilmäßig. Es ist so ein bisschen die Zurückbesinnung auf die Beatles, also quasi alles, was die Beatles gemacht haben, ist großartig, hat großartig zu sein, laut und irgendwie böse. Ich meine, Oasis sind auch dafür bekannt, sich permanent zu prügeln, aber dann auch wieder irgendwelche Liebeslieder zu machen und ja eigentlich voll der nette Kerl zu sein. Das ist so das Image und da rennen auch sehr, sehr viele Jugendliche diesem Style irgendwie hinterher, was ja nichts Schlechtes ist neben den Barprügeleien, aber meine Güte. Mal ganz in eine andere Richtung. Portishead ist eine Band, die ich euch hier mit einem Beispiel noch zeigen möchte. Portishead machen Trip-Hop und das machen sie sehr, sehr lange. Und Portishead sind auch wieder so eine Band, die sehr viele andere Elektroprojekte, die danach kommen, beeinflusst haben. Das ist so ein bisschen die Björk-Schiene, Portishead, so ein bisschen experimental, ein wenig anders, Trip-Hop halt. So quasi im gleichen Atemzug könnte ich jetzt auch Chemical Brothers nennen, die dann so Techno und Rock so ein bisschen mischen. Es geht auch so ein bisschen in den Trip-Hop rüber. Also das ist so dieses, wo Synthesizer in den 80ern neu waren und toll waren und man hat einfach mit ihnen sehr, sehr Standardsachen gemacht, werden sie jetzt einfach für Experimente genutzt und gehen so ein bisschen als Gegenpol zu dem Schema F-Pop, den es sonst so gibt. Wie gesagt, Portishead, ein schönes Beispiel für euch. Ein Kritiker sagte zu Portishead, das perfekte Destillat des Gefühls, das man Sehnsucht nennt. Das super Beispiel für, wie ich jetzt Portishead beschreiben sollte. Großartige Band übrigens. Auch ein bisschen Influence bei meiner Ex-Band VLS. Genau. Take That muss 1995 ohne Robbie auskommen und der macht am 17. Juli sein Solo-Debüt. Auch diese Diskussion oder diese ganze Geschichte würde ein ganzes Video füllen. Im Prinzip hat Robbie halt auch mit Prügeln und Drogen und so einem Zeug angefangen und das hat halt dem Management von Take That überhaupt nicht gefallen und deswegen wurde er im Prinzip rausgeschmissen. Die Karriere, die Robbie danach führte, ist bilderbuchhaft und die kennt auch jeder und Guy Chambers, einer meiner großen, großen Produzenten, Songwriter, Vorbilder, hat da ja großen, großen Anteil dran. Genau. Dann bin ich noch über drei Buchstaben gestolpert, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, die gab es ja auch noch. TLC, die drei Mädels aus den Staaten, sind die bestverkauften Interpretinnen in den USA.
Und 1995 macht eine 16-jährige Norah Jones ihren ersten, oder ihr Bühnendebüt, hat ihren ersten Auftritt. Sie kommt ja später auch nochmal vor. Und Norah Jones ist dann nachher so ein bisschen die Schnittmenge zwischen Jazz und Pop. Sie macht später den Jazz einfach nochmal so ein bisschen popularer. Aber 1995, 16 Jahre alt, Bühnendebüt. So, 1996 wird erstmal Tupac Shakur erschossen und bringt damit auch wieder so ein bisschen den Gangster-Rap nach vorne. Natürlich tragisch, wenn sowas passieren muss, aber es sorgt einfach dafür, dass auch der wieder ein bisschen mehr bei den Massen ankommt. Und ich würde sogar dazu sagen, dass das Tupac, Notorious B.I.G., Puff Daddy, zu denen kommen wir im nächsten Jahr, dass die so ein bisschen auch das geschaffen haben, was im deutschen Hip-Hop so in den letzten Jahren passiert ist. Und ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das kommt so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, das kommt daher. Und so wirklich halt Berühmtheit erlangt hat es halt durch diese Bandengeschichte East Coast versus West Coast, und dass dann halt einer sterben musste, war quasi das Beste, was diese Inszenierung in meinen Augen irgendwie passieren konnte. Was passiert in der Rockmusik, Rock-Pop-Musik, muss man sich ja mittlerweile denken. No Doubt machen so ein bisschen den Gegenpol zu Grunge, weil halt eben nicht, sondern locker fluffig, auch wieder so ein bisschen funkig. Wir erinnern uns an die Red Hot Chili Peppers. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was No Doubt da machen. Ich meine, ihr erinnert euch alle noch an Don't Speak. Mal ganz im Ernst, das Lied kennt nun wirklich jeder. Was passiert auf der Boy-Group-Front? Take That gibt's ja jetzt nicht mehr, was zu unglaublich großen Problemen führt. Es gibt da ja extra Hotlines dafür, dass sich Mädels ausheulen können, weil es jetzt Take That nicht mehr gibt. Dafür gibt es Boyzone und die Backstreet Boys und ganz neu die Spice Girls. Und für die Spice Girls, Achtung, Achtung, Ohrwurm-Alarm. Ihr werdet dieses Lied nicht mehr los, wenn ihr jetzt auf diesen Link klickt. Ich wollte es euch trotzdem einfach nicht vorenthalten. Ich mag Ohrwürmer manchmal. Und dieses Lied ist so schön, Stuck in Your Head. Und erinnert ihr euch noch an die Fugees? Die gab es nämlich zu der Zeit auch. Das war so mein erster Gedanke. Oh mein Gott, stimmt. Die gab es ja auch noch. Diese Mischung aus Hip-Hop und Reggae und Zeug. Ganz lustig, was die damals gemacht haben. Es war tatsächlich einer meiner mehr geliebten Bands damals. Also ich habe so zu der Zeit dann angefangen, wirklich bewusst auch Musik zu konsumieren, kann mich aber nicht mehr wirklich dran erinnern. Es war halt Popmusik und Fugees fand ich irgendwie toll und ich fand auch No Doubt relativ cool und so. Und die Spice Girls, die fand ich auch toll. Naja, 96, ich war 12. Anyway, 1997 stellt man dann fest, dass es mehr und mehr schnelllebig wird. Ihr seht, die Jahre werden immer schneller durchgehudelt. Es bleibt einfach nicht mehr so viel sitzen. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass einem einfach so der Abstand fehlt, um festzustellen, welche Band war jetzt wirklich wichtig. Weil man das erst so 20 Jahre später so wirklich, finde ich, ausmachen kann, ob das jetzt stilprägend für irgendwas war oder nicht. Es gibt trotzdem noch so ein paar Sachen, die man nennen sollte. Prodigy werden zum Beispiel zu der Zeit mal kurz Mainstream mit Firestarter. Übrigens keine Band, die man beim Autofahren hören sollte. Da verbraucht man einfach unglaublich viel Sprit, wenn man unglaublich Gas gibt. Puff Daddy bringt eben den Hip-Hop. Und das ist ja so auch wieder ein Ding mit Tupac Shakur. Und er bringt das Ganze in die Charts und macht das so ein bisschen berühmter, bekannter. Und dann bin ich über ein paar Namen gestolpert, wo ich gedacht habe, krass, die gab es damals immer noch. 1997. Und ihr dürft gerne die alten Videos angucken und feststellen, wie alt die Herren schon sind oder wie lange sie schon Musik machen. Clapton, Bowie macht ein Comeback, U2 gibt's noch, Dylan gibt's noch, Elton John gibt's noch. Und Fleetwood Mac machen ein Comeback, 1997. Das ist allerdings so eine Sache auch bei Bowie, wo ich mich frage, ist das jetzt die Kohle oder hat er da einfach jetzt Spaß dran? Man weiß es nicht. Ist so bei vielen Comebacks irgendwie hängt so dieses Damoklesschwert, das hat jemand irgendwie seine Millionen durchgebracht drüber. Naja,
1997 bringen übrigens noch ein paar Brüder einen Hit raus, und zwar die Hansons. Wir erinnern uns alle noch irgendwie daran, auch das wieder. Ich habe nur den Namen gesagt und ich hatte das Lied schon wieder im Kopf. Furchtbar. Ja, wie gesagt, es ist ab jetzt... Ich hatte es mir vorgenommen, eigentlich noch ein 2000er Video zu machen, aber es geht einfach nicht. Es wäre einfach nur eine Aneinanderreihung von wer gerade irgendwie auf Platz 1 ist. Und würde auch unglaublich lang dauern, das in die Musikgenres aufzudröseln. Ich habe unglaublich viel weglassen müssen, was mir sehr, sehr leid tut. Aber dafür mache ich jetzt eben die einzelnen Musikgenres. Wie gesagt, schreibt mir, wenn ihr da irgendwas Spezielles haben wollt, ein spezielles Genre, das ich mir anschauen soll. Ich freue mich da sehr über euer Feedback und ich habe wirklich auf alles Bock. Also ich mache auch echt ein Video über Hip-Hop. Ich habe da irgendwie Lust drauf. Was ich mir jetzt erstmal aufgeschrieben habe, war Britpop und New Wave, Post-Punk. Einfach aus eigenem Interesse. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Daumen hoch ist natürlich immer großartig. Abonnieren ist natürlich auch immer großartig und bringt diesen YouTube-Channel raus in die weite, weite Welt. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.